Wählt nie wieder eine Partei. Wählt die Kunst. Es ist ein Nur in der Kunst ist die Freiheit. Acht Jahre nach seinem Hollywood-Debüt The Tourist meldet sich Florian Henkel von Donnersmarck zurück. Werk ohne Autor heißt sein neuester Film, der im Wesentlichen auf der Lebensgeschichte des Künstlers Gerhard Richter basiert. Die sichtbarsten Elemente gewissermaßen sind tatsächlich aus dem Leben von Gerhard Richter entnommen. Deshalb war es mir auch wichtig, ihn zu treffen. Ich glaube, gerade der Grund, aus dem er so offen war, war, weil er eben wusste, dass ich eine fiktive Geschichte erzähle und nicht jetzt eins zu eins seine Sache. Die Geschichte spielt vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir begleiten den jungen Kurt Barnard, der Maler werden möchte. Seine Tante Elisabeth unterstützt ihn dabei. Vielleicht will ich doch kein Maler werden. Ich wollte sagen, aber mir gefällt's. Auch nach dem Krieg verfolgt Kurt noch dasselbe Ziel. An der Kunstakademie lernt er Ellie kennen und verliebt sich in sie. Was er bis dahin nicht weiß, ist, dass sein Schwiegervater die entscheidende Rolle trug, als seine Tante weggesperrt wurde. Ich könnte Ihre Schwester sein. Sie könnten mein Vater sein. Bitte, Papa. Die aufwendige Produktion und der hochkarätige Cast machen sich im 188 Minuten langen Kinobesuch deutlich spürbar. Ein großes Lob gilt dem Kameramann, Caleb Deschnell. Ich wusste, nur er kann mir hier die Bilder machen, nur er kann diese großen Schauspieler entsprechend, auch präsentieren. Caleb versteht, es geht um die Schauspieler. Und das ist das Entscheidende. Wie viele in seiner Generation verabschiedet er sich vom biografischen Ansatz in der Kunst und schafft so zum ersten Mal in der Kunstgeschichte ein Werk ohne Autor.